So, herzlich willkommen zu einem Video. Ich kann euch sagen, das Video heute wird wirklich krass, krasser, am krassesten. Okay, dann erklär doch mal einmal ganz kurz, worum es bei dem Sport eigentlich geht. Wie das Ganze entstanden ist, was das so auf sich hatte früher. Traktorpulling ist ein Zugkraftwettbewerb. Mhm. Die Bahn ist 100 Meter lang, da kommt ein Bremsschlitten hinter. Je weiter man den Bremswagen zieht, je schwerer wird er. So, dann fangen wir mal an. Also V12, hier ist, ich sag jetzt mal nicht Turbolader, sondern eigentlich ist es ja mehr ein Zentrifugalverdichter, der über den Riemen angetrieben ist. So heißt es, glaube ich, fachmännisch oder so. Das ist auch noch die Version, die immerhin so einen halben Auspuff dran hat. Das ist eine originale Laufbuchse, wie sie aus, ja, das ist schon nicht die blanke, das wäre eine originale, wie sie aus dem Flugzeug kommt, das ist schon eine nachgebaute. Und die Sättel und so ist auch alles von euch gefräst? Die jetzt nicht, dahin haben wir selbst gebaut. Mhm. Wie viel Zeit verbringt ihr so im Schnitt so mit diesem Hobby? Also in der Saison sind wir eigentlich schon jeden Tag hier. Okay. Und dann auch so, ach schon, eigentlich den ganzen Nachmittag. Also schon viel. Ja. Also man kann schon sagen, eigentlich immer. Ja. Macht es einfacher. Genau, und hier ist jetzt unser Motorenraum. Und das ist so eine Welle, wie sie ursprünglich aus dem Flugzeugmotor kommt. Das ist ein Original, ja. Eigentlich schon immer wieder krass, was die damals für gutes Zeug in den Flugzeugmotoren schon verbaut haben, ne? Ja, auf jeden Fall. So mit diesem Hohlgebohrten. Also die kommen aber auch nicht so, die kriegen wir nicht so. Wenn wir die kaufen aus den USA oder so, die neuen Motor sitzen, da ist überall Gammel und Schrott und stellenweise Lagerprobleme. Mhm. Lass wir dann nochmal neu schleifen. Kommt hier irgendein Einsatz rein? Irgendwas oder so? Muss ja, ne? Weil sonst würde ja mit, kommt da rein, ja. Genau, mit Öl ja nicht funktionieren. Ja. Krass. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Also ist eine leichte Variante, die andere, diese wiegt jetzt, glaube ich, 50 Kilo und die mit der anderen, die hat dickere Gewichte drauf, die wiegt nochmal 10 Kilo mehr. Mhm. Oh ja, ihr habt da ja ein paar. Das ist ein kleiner Teil. Noch ein paar Wellen über. Ja, aber wo kriegt man solche Motoren her? Gibt es sowas heutzutage überhaupt noch? Nee. Ja, okay. Gebaut natürlich nicht, aber in den USA sind noch ein paar Teams oder ein paar Motoren. Wann waren wir in drüben? Fünf haben wir mal ein Lager aufgekauft. Genau, da hat einer hinten mit Allison aufgehört und der hat das damals hauptberuflich gemacht und der hatte wirklich viele Motoren da liegen und die haben wir dann komplett kaufen können. Waren das irgendwelche Militärflugzeuge oder so Verkehrsflugzeuge oder sowas? Wo die ursprünglich mal drin waren, die Motoren. Militär kamen die damals. Ne? Und, aber dass man mal so Glück hat und da noch irgendwie so Scheunenfunde sind, dass da irgendwo noch so Motoren rumstehen oder so, selten. Ist schon alles aufgekauft. Aber die fliegen also, die ja auch noch, also die machen dieses Air Race da hinten ja auch noch und die werden nach Stellenweise noch gesucht und werden auch wieder aufgebaut, aber dann halt im Originalzustand. Wenn man so einen Motor im Originalzustand kriegt, was ist sowas wert? Was kostet sowas? Also ein abgewracktes Ding bekommt man vielleicht für $10.000. Mhm. Aber ein guter, flugtauglicher. Mal 20? Gemacht? Also, ich glaube, wenn du in Amerika diese gemachten Flugmotoren, dann bist du bei 100, 120.000 Dollar pro Motor. Pro Motor. Gemacht heißt dann gemacht für euch fertig für den Renneinsatz? Oder gemacht heißt fürs Flugzeug gemacht? Man könnte mitfliegen. Genau. Also, unsere Motoren schätze ich so auf 40 bis 50 pro Stück. Mhm. Mit EFI und ganzen Kram, was man so, was sich über die Jahre angebaut hat, erweitert hat. Okay, aber da kann ich dann vollkommen verstehen, dass man alles sammelt, was man so an Teilen kriegen kann. Weil es halt eben mal nicht so Online-Shop neue Motor bestellt. Genau. Das heißt, über wie viel habt ihr ungefähr davon auf Lager? Oh, das sieht man gleich oben. Da stehen noch ein paar. Aber nicht so jetzt in dem Zustand. Also die müssen wir alle dann. Nee, ja, ist schon klar, aber Hauptsache erstmal haben. Hauptsache erstmal haben. Okay. Wir holen uns mal welche runter. Ja, die sind theoretisch alle geschliffen und fertig einbaubar. Die linken ja, die rechts noch nicht. Da sind wir noch bei. Mhm. Da sind noch ein paar bei, die noch ein Lagerproblem haben. Genau, die werden dann nochmal. Muss man sowas auch wuchten? Wird sowas gewuchtet? Wir lassen sie wuchten, ja. Boah. Der hat natürlich auch Spaß, ne? Ich meine, im LKW-Bereich sind die Sachen auch so. Original sind sie auch gewuchtet und die wuchten die halt nochmal nach. Man weiß auch nicht, ob die schon mal irgendwie umgefallen sind oder ob da irgendwie ein Gewicht in die Form oder so. Das ist halt der Motor, den wir jetzt gerade neu aufbauen. Okay, das ist diese, ich sag jetzt mal, diese Schulterung noch, die wir haben. Ja, genau. So, alles hier original Ventiltrieb noch mit Rohrenkipphebel oben. Da sind jetzt unsere selbstgebauten Nockenwellen drin. Mhm. Das wäre die nächste Frage weiter. Es gibt natürlich kein Tuning für den Flugzeugmotor, ne? Das heißt, da kann man ja nur. Ja, das ist auch noch ein bisschen selber so, bauen. Wo wir noch meinen, da man noch viel Leistung rausholen kann, wo es. Find mal einen, der sowas auch berechnet, ne? Ja. Der sagen kann, hier für so einen
großen Motor. Und dann auch, was nimmt ihr da so als, das können ja nur Erfahrungswerte sein, wo man sagt, so und so viel Drehzahl kann das alles, weil da und da ist es auseinandergeflogen. Weil es kann ja mir keiner sagen, was sowas alles so an Ventiltrieb und Drehzahl kann. Genau. Wir haben das damals schon mal einmal machen lassen oder hat einer versucht, der fing dann auch an herum mit Alu-Kipphebeln und so weiter, dass er die Massen da oben alle rausnimmt. Hat nicht funktioniert. Und der eigentliche Block ist Magnesium. Ja. Ist so ein Mix, ne? Magnesium, Aluminium, ja, so ein Legierung. Was wiegt das Ding so wie er steht? Wahrscheinlich immer noch 100 Kilo oder so, ne? Nee. Kannst du fragen. Kannst du auch nehmen. René überlegt gerade. Also die sind alle schon relativ leicht. Also wenn wir den jetzt komplett einsatzfähig haben mit, glaube ich, Kupplungen, sind wir näher bei 650 Kilo. Mhm. Komplett mit Laderaufwand. Ja. So, und hier sieht man jetzt nämlich nochmal einmal Kerzen innen und Kerzen außen. Witzig, so seitlich in den Brennraum reingeschraubt. Ja, sie kann auch mal. Und Köpfe schleift ihr alle per Hand? Ja, wir so haben richtig oldschool-mäßig. Genau, hier. Bearbeitung per Kopf. Hier sind wir angefangen. Das ist noch ein originaler. Mhm. Wirklich auch mit den originalen Ventilen. Und jetzt hier sind wir langsam angefangen. Da sind wir jetzt bei, dass wir anfangen, hier den Kanal zu schleifen. Mit anderen Ventile. Mhm. Wir haben oben eine selbstgebaute Flowbench, wo wir jetzt prüfen. Ah. Da fangen wir halt an, also wirklich ganz einfach nur mit selbstgedrehten Ventilen und dann erstmal nur testen. Und jetzt haben wir schon deutlich mehr Flow durchbekommen. Und da. Und das heißt, selbst bei 27 Liter Hubraum fängt man dann wirklich noch so an, im Detail die Leistung zu suchen. Auf jeden Fall. Den haben wir sogar weggegeben, weil Zylinderköpfe kann man ja so viel machen, gerade von NG, denke ich mal. Da wollten wir auch mal hin, hat leider noch nicht geklappt. Ja, aber ich kann euch leider sagen, das könnte eng werden. Auch so glaub, also 20 oder 1,10 Meter hat er gesagt, kriegt er drauf. Ne? Aber gerne mal sprechen, was man noch so machen kann. Also der feiert sowas total. So, das wäre auch sein Paradies, weil der auch, der baut sich so ferngesteuertes Autos auch viel selber. Ja, so in 1 zu 2, 4 und so weiter. Und da ist auch so wie bei euch alles Eigenbau. Also nicht so neben kaufen, ranbauen, sondern schon so wirklich Stück für Stück. Also der würde das auch. Der würde das auch feiern. Das ist ein tierisch großer Brennraum noch, oder fährt der Kolben hier so weit rein? Der fährt auch noch ein Stückchen rein. Genau. Der geht da wirklich bis hier so, also bis hier geht der eh die Buchse wahrscheinlich, ne? Ja. Bis zum Ansatz, ja. Mhm. Und hier, mittlerweile haben wir den Buckel auch schon rausgefräst. Mhm. Mhm. Okay, krass. Aber das heißt, die Buchse wird so richtig unten, oben geführt und vorgespannt? Bei dem jetzt ja noch, bei dem anderen Motoren und bei den anderen zwei Motoren haben wir schon, dass wir die Kalt halt raussetzen, ne? Mit dem Kupferring und dem VA-Ring da oben drin. Hier sind sie noch gepresst, so wie es original war. Bloß ist halt immer was umständlicher, wenn man halt die Buchse mal tauschen will, dann muss man alles mit dem Presswerkzeug die Buchse raus. Und wenn jetzt auf dem Event was passieren würde, würdet ihr auf dem Event so einen Kopf mal runternehmen oder eher Motor tauschen? Oder gar nichts. Gar nichts. Wir sind natürlich voll geworden. Das schaffst du ja auch. Auf dem Rennen schaffen wir das. Also Kleinigkeiten schon. Wenn da mal irgendwas sein sollte, irgendwie. Keine Ahnung, wenn jetzt mal ein Ventilheckel runternehmen müsstest, könnten wir es machen. Aber in der Klasse sowieso nicht. Wenn wir über zwei Tage da sein sollten, dann könnte man das vielleicht machen. Das heißt, selbst so Sachen wie Kupplung wäre auch schon ein Problem. Das geht, Kupplung geht. Okay. Sure. Genau, und dann. Mann, hier haben wir noch was Besonderes für heute. Die haben wir auch selber gemacht. Das ist einmal ein Gabel und ein Blattroll. Das habe ich auch noch nie gesehen. Genau, die sitzen so da drin. Mhm. Das ist ein Lager und dann auf die Welle. Genau, und das ist jetzt auch mit Tulox 44. Mhm. Haben wir selber. Hat auch. Ja, hat doch unser Motorenbauer neulich noch so von. Ja, Tulox 33 ab hier. Genau, Tulox 33. Passt auf hier. Wir haben nochmal eine Stufe Jatta. Das wird den. Hat jetzt 1415 Minuten. Aber das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Genau. Das ist ein 60 Grad Vormotor. Mhm. Und in der Mitte hat er. Das Besondere glaube ich beim Flow-Lager wirklich die Art und Weise der Lagerung. Mhm. Das ist sehr, sehr speziell, ne? Daniel hat das auch da. Das ist auch unser Problem. Aber nochmal kurz einmal zwischengerätschen. Das heißt, achso, okay, hier sind wirklich beide Zylinder wirklich auf der gleichen Linie. Normalerweise ist es beim V-Motor so, ja, dass der eine Kopf immer ein bisschen weiter vorne und der andere weiter hinten ist. Ne? Und durch diese Gabelung sind die natürlich identisch. Genau. Das ist ja. Das Problem ist, die Pleuellager, die können wenige Firmen, bis jetzt haben wir es ja noch nicht gefunden, die das nachmachen können, weil die von innen und von außen die Lagerfläche haben müssen. Genau, und so sieht so ein Lager aus.
Einmal der auf dem Kurbelzapfen sitzt. Und hier wird das ja auf dem Hubroll eingespannt. Und hier das Bloodpoil läuft auf der Mitte hier. Und das ist halt immer unser Engpass gewesen, weil das ist das letzte Glied, was eigentlich geschmiert wird in der Kette. Ne? Also die Ölbogen läuft über den Block, dann durch die Kurbelwelle und von der Kurbelwelle aus in der Mitte durch die Schiffchen und dann das letzte ist eher hier oben. Und da haben wir mal so ein bisschen Probleme gehabt in der Zukunft oder in der Vergangenheit und machen es jetzt quasi Öldruck, ja. Genau. Mehr Druck. Das heißt, was für ein Öldruck fahrt ihr denn? 10 Bar ungefähr. Ja, sowas. Jetzt haben wir ein Lagerspiel, haben wir auch nochmal erhöht. Okay, jetzt verstehe ich das. Also das Ding dreht sich ganz normal komplett auf um die Welle und die bewegen sich nur so ein bisschen vom Winkel her, dreht sich das so ein bisschen mit. Das ist halt auch das Problem mit der Versorgung, weil du keine volle Umdrehung hast, du bist immer nur so ein bisschen am Pendeln. Das ist ja eigentlich für eine Ölschmierung Gift, ne? Weil du immer nur so eine Pendelbewegung hast. Du kannst ja keinen Keil erzeugen, der es mitnimmt. Ja, klar. Also nochmal für die Zuschauer zum Verstehen, dadurch, dass die beide zusammen auf einen Zapfen sitzen, kann der quasi nicht, kann es nicht fest in den Pleuel drin sein, wie es normalerweise ist, sondern dieses Pleuel muss sich halt zusätzlich durch die Drehbewegung bzw. durch den Hub so ein bisschen drauf hin und her bewegen. Genau. Okay, verstehe das Problem. Aber die letzten Jahre. Großes Problem. Toi, toi, toi. Lief gut. Ja. Und wo kriegt man so Lager dann her? Weil es ist ja nicht so Katalog aufmachen, Lager. Das ist jetzt noch alles original und. Wenn es jetzt so weiterläuft, haben wir ein Problem auf Dauer. Ja, wir sind ja zwei, also die uns die Hauptlager machen, die können auch, wollen versuchen, so ein Lager auch herzustellen. Wo war das Problem hier in der Herstellung? Dieser Kanal, der da drin ist? Die äußere Schicht, also die Lagerfläche. Genau. Das muss ja innen gelagert werden und von außen. Und da ist das Problem ist, die werden halt von innen halt auch geschleudert, die Lager. Und das Problem ist halt, außen können sie nicht schleudern, weil sie nur innen schleudern können. Und das ist Silberlager. Notlaufeigenschaften haben die damals einen Silberanteil mit drin. Ich weiß nicht, wie viel Gramm da drin sitzen, keine Ahnung. Soll nicht wenig sein. Ja. Also ist das Altmetall noch richtig Geld wert? Irgendwer sagt, ich könnte mal ruhig sammeln. Das wäre gar nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas geht im heutigen Zeitalter mit irgendwelchen Beschichtungen. Es wird ja alles beschichtet an allen Ecken irgendwie, dass man auf der Fläche vielleicht irgendwie mit DLC anfängt oder so in der Richtung. Ja, da unten auch noch so andere Wellen liegen da. Das sind auch unsere Plorlager-Wellen, sagen wir, da sind wir auch dabei, noch was zu versuchen. Im Moment haben wir noch ein paar. Aber ich überlege gerade, wofür die Bohrungen hier sind. Da kommt. Das ist umgedreht, das Lager. Das sitzt auf dem Hubroll sitzt das fest. Kommt ein Stift. Hier kommen noch Stifte rein in dem Hubroll hier. Und dann sitzt das Lager quasi auf dem Pleuel fest. Nur das sich kann nicht bewegen. Also dieses ist fest drin verstiftet. Genau. Und die Fläche hier ist die entscheidende. Da kann es halt noch so ein bisschen drauf. Ja. Läuft dieses Pleuel noch drauf. Genau. Okay, jetzt verstehe ich das Problem. Sonst würde sich das Lager ja quasi hier drin mitdrehen und dann wird es auffressen. Ja, das würde auch nicht gehen. Ja. Krass, das habe ich so wirklich noch nicht gesehen. Also falls es irgendeine Firma gibt, die sich in der Lage sieht, diese Lager nachzufertigen, könnt ihr euch jetzt sofort hier melden. Auf jeden Fall. Und ein LKW-Lager anliefern. Kriegt doch noch Aufkleber. Okay, so jetzt muss ich einfach das Ding hier einmal nochmal in Hand nehmen. Dann hast du es echt geschafft. Ne? Aber das heißt, die baut ihr auch komplett selber? Ja, ist auch von unserem Sponsor gefräst. Und dann nachher Daniel schweißt sie dann immer schön. Krasses Teil. Das ist mal eine Schnecke. Das Krasse ist halt, was da auch nur von übrig bleibt. Ne? Also jetzt auch vom Gewicht, ne? Wenn muss man die Aluklötze sehen, wenn wir die Rohmaterialien bekommen. Ne? 200 Kilo gehabt und jetzt sind es hier noch 15, so, ne? Vor allem, da wird ja auch ein paar Stunden dran gefräst, ne? Ja. Und so wie ich euch kenne, habt ihr wahrscheinlich einen von, sondern in Summe 20 mittlerweile. Ne? Nein, das nicht. Aber wir haben schon ein paar. Wie viel haben wir mittlerweile? 30 Reserven, ne? Vor allem, das ist ja auch. Nee, das ist die für den Mieter, für den Linksläufer. Ja. Genau. Die andere ist die für den oberen. Die kommt an dem nächstens dran. Die haben wir ja liegt. Das sind ja auch alles Teile, die man nicht mal eben so konstruiert, sondern wo das ja auch so mit Hinterschnitt und so alles auch richtig in die Gehirnschmalz reingeht. Das ist die nächste Tour. Das ist die nächste Evo. So, genau, dann wird es halt irgendwann schraubbar, dass man es überhaupt hinkriegt. Ne? Und da ist Getriebe schon dran. Das ist schon dahinter. Ne? Krass. Und René, wolltest du nicht Upgrade hoch? Auch witzig gemacht, ne? So zweiteilig aufeinandergelegt und dann verschweißt. Ja, ich
glaube, da hast du das Gehäuse konstruieren, da hat schon sehr gut geschimpft. Ne? Das war, glaube ich, echt eine glaube ich, ja. Arbeit. Ja, mega cool. War ganz andere Technik, hätte man gar nicht so erwartet. Wie ist das mit Ölversorgung im Kopf rein? Worüber macht das? Extern? Über die Nockenwelle hier laufen aus. Also klar, wir kommen von unten quasi mit zwei Schlauchleitungen und an jedem Kopf quasi in die Nockenwelle vorne ans Hauptlager. Ne, doch, über das Hauptlager vorne geht das. Ja, genau. Hier unten runter sitzt eine Bohrung. Dann wird das durch das Hauptlager mit die Nockenwelle halt gefüllt. Und den eigentlichen Wassermantel im Kopf lasst er aber komplett offen, einfach, ist egal. Genau, der wäre hier drum. Die Buchsen ist der eigentlich, sieht man oben gleich auch ganz gut, wenn wir mal im Lager gehen. Und ich meinte jetzt hier den durch die Kopf, wird nicht irgendwie jetzt zugemacht oder irgendwie so. Wenn da Qualm rauskommt, dann wissen wir, dass wir ein kleines Problem haben. Ja, das ist Feier. Ja, dann ist Feier. Genau. Da hinten ist nochmal so eine Kupplung. Das habe ich, die ist ähnlich zu diesen Dragster-Kupplungen in Amerika, oder? Ja, das ist sowas. Ja. Das Gleiche. Die Amis beim Dragster-Sport, die haben ja einen Mechaniker, der sich nur um die Kupplung kümmert nach jedem Lauf. Ne? Das Witzige ist ja, wenn die einmal Gas geben, ist sie auch weg. Ne? Genau, ist Feierabend. Das ist bei uns halt nicht so, weil bei den Amis ist es halt so, die haben ja direkt am Start, brauchen die Leistung, ja, ne? Und hinten ist das ja nur so ein Ausrollen. Die beschleunigen einmal kurz dann ist das da hinten ja... Die ist dann einfach drin und sie fahren halt einfach weiter. Die brutale Leistung. Ne? Also die schicken, wenn es gut kommt, 3000 PS über so eine Kupplung und die schicken da 8 bis 10.000 PS über eine Kupplung, wenn die auf Nitro laufen. Mhm. Aber ich könnte mir aber trotzdem fast vorstellen, dass eure Kupplung trotzdem noch mehr beansprucht wird, weil das bei denen so, beim Dragster ist es so, der fährt ja los und dann dreht ja der Gang irgendwann nur noch aus. Und hier ist es ja schon so, dass die Kupplung ja die ganze Zeit eigentlich in den Moment fährt, wo die so einschleift. Ja, nee, gar nicht. Also die sind relativ schnell zu. Also ich glaube bei ab 2,7 so ungefähr, 2,8 dann sind die dicht. Dann machen die wenn wir die Drehzahl halt messen, vor und hinter der Kupplung, dann sieht man es halt. Ne? Mhm. Die Messer auch. Ja. Also bei 2,12 von der Umdrehung merkt man, dass die Kupplung dann sie packt und dann bei Gas sieht man es dann halt. Mhm. Okay. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Scheiben. Ja. Genau. Wir haben früher mal 5 gefahren, war ein bisschen wartungsfreier noch, aber eigentlich mittlerweile haben wir mit 4 Scheiben auch kein Problem mehr. 5 ist natürlich Luxus, ne? Wenn das vom Gewicht her geht, dann stellst du dir einmal im Jahr ein und dann bist du damit durch. Echt, so lange kann man machen? Theoretisch ja. Also wenn du gute Züge hast und motormäßig keine Probleme hast, dann kannst du wirklich, bei 5 Scheiben kannst du ja fast theoretisch kannst du es durchfahren. Kannst du das gehen. Und bei wie viel Umdrehung fängt die an? Bei 2,7 fängt die an, sich langsam einzuschleifen. Also wenn wir rangieren, ist schon so 1,2, 1,3, dann können wir schon fahren. Ne? Dann ist wirklich schon so, dass er langsam anfängt. Aber das ist so ganz eben, ne, dass die Räder so ganz langsam in den Boden kommen. Ab 2,7 macht die halt nicht schon richtig dann zu. Dann ist die richtig zu. Ja. Was hat der in Leerlaufdrehzahl? So 1000. Zwischen 900 und 1100 haben wir die stehen. Das sieht doch ganz daran, wie man hier die Kupplung belegt, ne? Also von den Gewichten her. Die Ärmchen kommen ja hoch bei der Drehzahl. Umso mehr Gewicht man jetzt hinten drauf packt, umso eher werden sie halt kommen. Werden natürlich die Federn halt zurückgehalten und irgendwann durch die Drehzahl fliegen die halt nach außen und dann wird die Platte quasi nach hinten gedrückt und dann wird das Paket halt gespannt. Eigentlich immer eine witzige Sache. Also da sieht man aber auch mal wieder gut dran, warum um dieses komplette Turbolader-Konstrukt so eine Jacke drin sein muss. Wenn das bisschen Gewicht bei der Drehzahl schon reicht, so eine Kupplung vorzuspannen, dann weiß man, was halt los ist, wenn bei 50.000 so eine Ratte rausfliegt. Ne? Ja. Man würde ja niemals denken, dass das Gewicht so ausreicht, um 5.000 Newtonmeter zu übertragen am Ende. Ne? Das heißt, die bleibt aber die ganze Saison über gleich. Ist es nicht so, dass ihr die von Lauf zu Lauf irgendwie anpassen müsst? Wir stellen die höchstens mal nach. Wie gesagt, wenn mal ein Motor irgendwie in der Drehzahl runtergeht oder irgendwie ein Problem hat und man bleibt trotzdem noch auf dem Gas, dann hat man auf dem einen Motor halt mehr Verschleiß und dann müssen wir nach dem Pol halt die Kupplung nochmal nachstellen. Aber wenn man jetzt einen perfekten Pol hat, dass die Motoren beide sauber bis hinten durchgelaufen sind, konstante Drehzahl, wie Dirk schon sagte, können wir ein ganzes Jahr oder... Ihr könnt aber in dem Datalog auch komplett den ganzen Lauf immer sehen. Ja, das sieht man sofort. Ja. Wir können ja auch gegenüber, also zumindest wir können mehrere Dateien übereinander legen, halt entsprechend von den Motoren, was weiß ich, linker Motor, rechter Motor, von der Zeitschiene aufeinander legen und dann siehst du genau, ob ein Motor irgendwie abkackt wie der andere. Ja. Oder irgendeinen anderen Scheißen hat. Ja, aber das ist wirklich beeindruckend. Das war der erste Lader, den wir selbst gebaut haben. Das war so der Prototyp von dem Ganzen. Da siehst du auch die Schnecke so ein bisschen kleiner oder anders. Ne? Und damit fängt alles an. Hier hinten, wir haben so Kupplungssterne drin, das sind so Elastomer-Kupplungen einfach nur. Zu Anfang hatten wir erst nur einen und der war sofort weggepulvert, weil das ja doch alles ein bisschen am Pulsieren ist.
Und dann haben wir mittlerweile so einfach drei Stück hintereinander. Das ist ein relativ günstiger Artikel, kosten irgendwie 10 Euro das Stück. Da kannst du besser, was weiß ich, dreimal mehr tauschst du die aus und dann bist du sicher. Ne? Und du hast einfach so eine Kupplung noch dazwischen, dass du einfach so ein bisschen das Pulsieren rausnimmst. Genau. Und Kugellager drin, hört man, ne? Ja, das Spindellager. Mhm. Und dann haben wir die doppelt, quasi wegen den hohen Drehzahlen. Läuft Spindellager in Spindellager, sodass sie das aufhebt. Und hier ist eine Ölfüllung drin? Ja. Und die hat aber kein Problem, dass sie irgendwie heiß wird oder irgendwas? Nee, das ist ja, wie gesagt, weil es nur so kurz ist. Genau, also das Ding ist handwarm nach und so. Das aber man könnte ihn jetzt nicht stundenlang im Leerlauf laufen lassen, weil irgendwann würde das wahrscheinlich trotzdem... Irgendwann wird es wahrscheinlich auch anfangen zu kochen. Aber dann wird auch der Motor schon mal zu heiß werden. Dann brauchen wir erstmal einen Tankwagen. Genau. Echt krasses Teil, ne? Ja, und da war es halt wirklich, das war zum ersten Mal mit dem selbstgebauten Rad und bis wir den am Laufen haben, das war am Kennfeld haben wir gearbeitet, wie blöd. Das hat, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert. Bis wir da das sind dann ja auch nicht ein, zwei Stellgrößen, an denen man rumstellt, sondern du kannst ja alles beeinflussen, genau. Ne? Von Volumen, Radgröße, genau. Geometrie, Drehzahl. Und da haben wir echt lange gebraucht, bis wir erstmal so weit waren. Und dann ging es eigentlich ganz gut. Und jetzt mit dem neuen Rad, was wir jetzt gerade ausprobieren, der erste Zug war ganz okay, aber trotzdem also so diese Feinheiten, ne? Das du ist halt... Du kannst ja nie vernünftig testen. Ja. Du bist einmal auf der Bahn, machst einen Zug und dann, ich sag mal, dann hat die Bahn vielleicht, ist sie besonders schwer. Dann denkst du, okay, in dem Bereich, in dem Drehzahlband musst du ein bisschen was nachbessern. Dann machst du das. Beim nächsten Mal bist du auf einer Bahn, die ganz soft ist und der schießt aber das Drehzahlband drüber weg, ist in einem anderen Bereich und dann bist du wieder bei Null. Wie ist das mit Testen? Den Motor packt man vorher auf den Prüfstand irgendwie oder wie wird das abgestimmt? Nee, nur auf dem Rennen. Nur auf dem Rennen. Genau. Also mittlerweile ist es eine Erfahrung. Ja, also ja, von der Basis sind wir jetzt relativ gleich bei den Motoren aktuell. Ne? Das heißt, erstmal ein Grundsetup haben wir. Damit könntest du immer fahren, glaube ich. So mit unserem Grundsetup würdest du, glaube ich, jeden Motor erstmal so weit bringen, dass er einigermaßen. Aber dann das die Feinheit. Ne? Weil es gibt ja mittlerweile schon einen Markt mit Prüfständen. Mhm. Also man kann schon nach Dänemark oder Holland fahren. Aber dann kommt der ganze Trecker da drauf. Genau. Das ist dann echt cool. Die Hinterräder ab, dann werden große Narben an die Radflansche gemacht und dann hast du den ganzen Trecker auf dem Prüfstand. Die können bis 12.000 PS. Ja. Weil, angenommen, man würde mit sowas jetzt neu anfangen mit so einem Sport, dann stelle ich mir schon ziemlich kompliziert vor, bis das Ding da wirklich so läuft, wie er soll. Ne? Weil viele Versuche hat man ja nicht. Und ihr sagt, man fährt so zwei, dreimal pro Wochenende. Da sind doch so einige, die da dann wirklich daran verzweifeln, ne? Die irgendwas Neues aufbauen und das einfach nicht ans Rennen kriegen. Oh, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, euch so einen Bremswagen wie mal selber zu bauen oder so? Dass man hier auf dem Feld mal so ein bisschen testen kann? Also, das steckt auch schon mittlerweile viel Technik. Ja, aber ein Bremswagen ist nicht einfach. Also, da ist so viel Technik drin. Also, wenn dann mal so ein Prüfstand wäre, da schon gegen. Wenn der Prüfstand, ja. Das wäre schon. Dann kann man auch mal verschiedene Szenarien fahren. Genau. Und immer gleich bei allen Bedingungen. Und man kann auch viel testen und weiß, okay, bringt das was, Lader, bringt das, kennt ihr ja. Ich denke mal, bei so einem Prüfstand könnte man sogar hinkriegen, dass der über den Lauf immer weiter einbremst, genauso wie das auch, so machen die es auch, genau. Was hatte ich schon gefragt, was wiegt dieser Bremswagen hinten dran normalerweise? 25 Tonnen, ja. 25 Tonnen. Können die zuladen, ich glaube, jetzt Eigengewicht kommt ja auch noch dabei, dann kommt die Bremswagen. Das liegt ja auch mal dran, wie speziell der Bremswagen gebaut ist. Mhm. Die bauen ja alle unterschiedlich. Der eine hat schon den Wirkungsgrad bei 20 Tonnen so gut wie der andere, bei 25 Tonnen, wie ich das nicht immer am Bremswagen selber und die Beschaffung. Das heißt, merkt ihr Unterschiede vom Bremswagen? Also, dass die Venta den Bremswagen, dass er den? Ja, definitiv. Das macht es wahrscheinlich auch schwieriger, dass halt nicht jedes Event immer gleich fahren kannst. Das ist halt gerade, wenn du dann innerhalb von Europa fährst. Wenn du immer in Deutschland fährst, den kennst du dann auswendig, den deutschen Bremswagen, weißt genau, wie es ist. Überall der gleiche auf allen Events. Der wird so in Deutschland ist es fast, nicht immer, aber fast immer derselbe. Europaweit haben wir mittlerweile vier Bremswagen. Genau, vier verschiedene. Die müssen ein gewisses Level erreichen. Ja, wie nennt man das? So eine Abnahme ist das. Das ist so ähnlich wie so eine Lizenz. Und auf den Top-Veranstaltungen dürfen dann über die mit der Gold-Lizenz, Goldabnahme fahren. Wie steht Europa vom Level her gegenüber dem Ausland, was den Sport angeht? Sind die Amis da noch mal krasser? Gibt es Länder, die noch mal krasser sind? Nicht mehr, glaube ich. Nee, das Publikum. Also euch gibt nicht mehr. Ich glaube, wir sind das kleinste Licht da. Aber was in Europa ganz cool ist, wir haben noch Motorenvielfalt. Wir fahren V12, Turbinen, V8. In den USA ist eigentlich, das merkt man auch schon in Europa, die V8er, das ist halt eine Industrie. Kannst du so kaufen, Katalog aufkaufen. Und das mögen die, sag ich mal, in Ami ist einfach, hat Leistung ohne Ende, kostet halt nur Geld. Eine Sache, die ich mir schwierig vorstelle oder schade vorstelle, dass ihr könnt ja theoretisch unter den Events die Autos nicht vergleichen, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, so wie es bei einer Rundenzeit oder bei einer Viertelmeilezeit ist, das ist so und so schnell. Das kann man jetzt mit den Amis nicht vergleichen. Nee. Ja, erstmal, da kommen noch so ein paar andere Kleinigkeiten zu. Amerika hat dann ein bisschen anderes Startgewicht wie wir. Mhm. Ne? Also wir können eigentlich nur innerhalb von Europa vergleichen, wenn überhaupt. Ja. So ganz grob wissen wir, wo die Amis liegen. Also früher waren die uns weit voraus.
aber ich denke mal, so die letzten 6-7 Jahre hat Europa da echt krass aufgeholt. Also gerade Holland ist ganz, also wirklich stark. Und ja, dann gibt es in ganz vielen Ländern immer mal 1-2 starke Teams, die halt so auch gut dabei sind. Das war also unser Traum 2020. Genau. Also wird Zeit für einen internationalen Vergleich. Ja, ja, 2020, eigentlich wollten wir ja dieses Jahr in den USA. War unser Traum. Aber ja, genau. Wir mit den Traktoren mit Rudi? Mit den Mieters war unser Wunsch mal. Also das ist, glaube ich, immer noch ein Traum dabei. Ja, ich meine, ist mal Zeit. Ja. Wenn Corona nicht mehr ist. Ja. Aber dann müsste er, ja, dann braucht er ja auch. Alleine müsst ihr die anderen Trucks hier lassen, weil da so viele Teile alleine mitnehmen müsst. Ja, ein Überseekontainer. Ne? Ja. Trecker rein, ein bisschen also was reinpacken und dann. Halt aber die Logistik ist halt krass in Amerika. Ja. Ne? Wenn du das wirklich managen willst, dann musst du dich echt gut vorbereiten. Ja. Was auch uns am meisten reizt, glaube ich, gerade euch, weil ihr das schon lange macht, ist, die fahren da viel V8 und meinten damals V12, ah, dann kann man nichts mehr mit gewinnen. Das geht nicht, weil die da keine Selbstentwicklung reingesteckt haben. Und jetzt ja, klar. Wollt ihr gerade nochmal zeigen, dass das halt richtig German Engineering. Ist auch so, da in Amerika. Ein paar kleinere Städten fahren die noch diese Edison, aber in den großen, wo wir hinwollen, gibt es sowas. Diese haben alle aufgehört, weil die gegen die V8 nicht angekommen sind. Und die entwickeln ja auch nicht weiter, die haben ganz normalen Standardkram gefahren und wir haben jetzt halt schon neue Lader, elektrische Zündung drauf. Mhm. Die sind einfach stehen geblieben, die haben damals einen Serien-Edison genommen, sind da gefahren und da hast du natürlich keine Chance. Was haben die an Hubraum dann, die V8? Was haben die? 570 Cubic Inch, was ist das? 10 Liter knapp? Ja. Also eigentlich weniger, ne? Ja. Ja, aber dann halt natürlich 8000 oder 5000 Drehungen. Ne? Fahren die auch Methanol oder fahren die schon Nitro? Ne, Methanol. Nitro ist verboten. Nitro ist verboten. Ja. So, dann geht's weiter. Das Teil ist in dem Differentialkörper. Genau. Das ist der Träger letztendlich für unser Differential. Okay, das ist natürlich doch massiv. Das sah, von außen sah das gar nicht so groß aus. Also das Gehäuse ist auch, also wenn wir das selber bauen, das Gehäuse, das Stahlgehäuse, das hat 5 mm Wandstärke. Mhm. Das ist dann einfach durch das Verschweißen mit dem Rahmen ist letztendlich die Stabilität dann im Gehäuse. Mhm, krass. Und wir haben jetzt zwischen diesem Träger und dem Gehäuse letztendlich auch keine Verbindung. Ne? Mhm. Also das ist wirklich. Und hier drin ist einfach nur offen. Also Welle links, rechts. Genau, okay, also das ist dann. So sieht dann unser Differentialgehäuse aus. Mhm. Weil da hinten haben wir noch ein Foto Zahnräder, ne? Ja, das fällt runter. Oder wollen wir die Hälften geben? Ja, das meinte ich, genau, da wurde die. Und dann dagegen dieser leichte Krümmer. Okay, den auch. Ist geil, ne? Ah, die sind aber ein bisschen anfällig. Ja, man sieht's hier, dass da scheinbar schon ein paar Mal. Ja, genau. Ach, die schweißt du weg. Das untere kann runter weg. Also jetzt so wird es dann quasi eingestellt, ne? Mhm. Aber das wäre jetzt eine Differentialhälfte und dann genau. Komplett offen, ja. Genau, dann sehen wir zu, dass auch das Flankenspiel relativ gleich konstant ist, ne? Versuchen wir mal so auf 500 zu Last gleich zu machen, sodass sie halt wirklich schön gleichmäßig anliegen. Und das ist dann auch relativ, ich sag jetzt mal, verschleißfrei? Ja, eigentlich schon. Also oder ist schon so, dass man nach einer Saison hier schon überall irgendwie so Pitting drauf sieht oder also das ist etwas, was wir auch teilweise an andere Teams verkaufen, Differenziale. Wir haben da Teams bei, die fahren 8 oder 9 Jahre damit. Wir selber machen bei unseren Schleppern alle 2 Jahre tauschen die Zahnräder aus. Mhm. Teilweise auch die Gehäuse, je nachdem. Einfach da aber auch aus dem Hintergrund, wie gesagt, unser Sponsor ist halt Verzahnungsfirma und da haben wir das einfach so mit drin, dass wir halt regelmäßig. Sieht halt doof aus, wenn man selber dann Schaden hat. Mhm. Das glaube ich. Und wie gesagt, wir wollen ja auch auf einem guten Level sagen wir, in Europa fahren und dann ist es halt doof, wenn dir die Hinterachse kaputt geht und Differential bricht, dann weißt du nie, was vorne an deinen Motoren passiert. Ne? Also wenn die dann auch mal hochschnellen, wenn du da dann was rausschickst, dann kannst du besser, ich sag mal, 2000 Euro für Zahnräder investieren als 40.000 Euro für den Motor. Das glaube ich. Und der eigentliche Triebsatz, der da drauf steckt, das große Zahnrad? Das ist hier. Das muss ja schon gut. Ja. Also so wild ist das jetzt auch nicht. Es geht schon. Das kann schon was. Ja. Tellerkegelrad. Genau, da gibt es halt auch zig verschiedene Übersetzungen. Mhm. Also das persönlich hätte ich jetzt auch wieder massiver und größer gedacht. Wobei das halt schon, gerade das Rad ist schon. Ist schon. Und der hat auch die Spirale, ne? Du hast relativ viel Zahn im Eingriff. Mhm. Und der ist sehr lang. Auch alles. Fertigen lassen. Ne, das ist tatsächlich jetzt noch etwas, das kommt, glaube ich, das ist ein Satz, der aus Italien kommt. Das ist ein relativ guter Hersteller. Genau. Die Originalteile halten kaum noch, die aus Amerika.
Und die, wie gesagt, das ist eigentlich ist das der Italiener, das ist ein Nachbau von dem Original, ist aber besser als das Original. Und also die Sätze haben wir eigentlich noch nie selber gemacht oder irgendwie fertigen müssen. Das hat bis jetzt noch geklappt. Also Differential und so, das geht original gar nicht, das hält nicht. Aber Teller-Kegelräder. Wir haben das schon, dass wir teilweise, gerade bei dem Kleinen, da fahren wir ein bisschen kleinere Ausführungen, die hält ein Jahr dann so aus. Dann fängt dann ein Peeling an und dann. Okay, jetzt verstehe ich was. Wir haben es nur von der falschen Seite gesehen. Also hier kommt der Stahlkorpus ran und das ist der Einsatz, der von vorne drauf kommt und da drin läuft das eigentliche Differential. Genau. Ah, okay. Okay, aber dieses Aluteil ist natürlich auch massiv, ne? Genau, aber auch das, also das ist jetzt irgendwie, glaube ich, 23 Kilo wiegt dieses noch. Mhm. Das Original, das ist ein Stahlgehäuse, dann bist du bei 45 oder wo bist du? 45 Kilo. Ja, das ist natürlich dann auch schon. Aber da kommt auch ein bisschen Verbindung. Die gab es mal als Gussvariante. Die haben wir mal probiert, die haben wir zwei oder drei Stück von gespalten und dann haben wir gesagt, okay, dann lieber was Massives aus einem vernünftigen Konstruktalalu, ne? Genau. Cool. Ja, hier ist halt viel Serie, also das ist alles alter Kram, alte Laderäder, so wie sie original drin gesessen haben. Das heißt, die Motoren waren original auch schon aufgeladen? Ja. Die sind der Original haben die auch einen Vergaser drauf. Witzig, sehen so komplett anders aus, ne, als wie man es jetzt heute so macht. Genau, und die sitzen dann da im Ladegehäuse. Genau, man hat hier ein externes Ladegehäuse, wo die vorne drin sitzen. Und dann kam hier der Vergaser oben drauf und hat quasi den Sprit hier mit reingeschoben. Ah, das ging ja komplett durch. Ja, genau. Und sowas sammelt ihr alles, weil vielleicht braucht es irgendwann nochmal wer. Ja, also die fahren wir, kannst du auch einmal. Die fahren wir ja noch in dem großen unten. Ah, okay. Der hat das Original-Ladergehäuse noch. Genau. Weil noch ein Liebhaber hier immer aufzutreiben ist. Also, ja, es gibt ja noch Leute, die in Amerika noch damit fliegen. Ne? Hier sieht man noch ein bisschen die Vergaser. Diese Original oben da drauf geschraubt werden. Sprit oben quasi rein, unten durch das Turbinenrad und dann. Das wusste ich auch nicht, dass das durchs Turbinenrad durchgeht. Hast du für deinen Roller noch einen Vergaser? Ja. Wenn der da einzufinden, der den dann abstimmen kann, das wird, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Oh ja, ich sehe schon, der hat noch ein paar Blöcke. Ja, die fünf da, die sind fertig. Die könnten wir so fahren und die rechts, da muss so Arbeit reingesteckt werden. Ja, wir haben hinten noch ein anderes Lager, da sind auch noch ein paar Blöcke. Mhm. Dann stellen wir da auch schon mit Löchern drin. Die schweißen wir dann auch noch, aber wir haben jetzt aber noch so etliche Blöcke, die wir noch so retten könnten. Die werden dann halt geplant, nochmal grundgebohrt. Mhm. Also sind originale 4 und der oberste 105 ist schon mit den neuen Lagern. Mhm. Grundgebohrt sind die alle schon. Und das sind dementsprechend die ganzen Originalteile theoretisch dazu, die bei euch mal rausfliegen. Genau, original ist ja der Lader, die grauen hier unten. Die sitzt ja direkt von dem Motor und diese kamen damals von da vorgesetzt. Also wenn die in höheren Schichten oder höheren Regierung flogen, als der Motor halt genug Luft noch kriegte, ne? Haben die nochmal so einen externen Lader davor gebaut. Wurde damals auch ein Pulling schon mal gebaut, die waren auf Speedboot, haben die damals dann gesessen. Würdet ihr theoretisch so Motoren auch verkaufen oder sind die alle nur Eigenbedarf? Wir haben auch schon welche verkauft, ja. Also man kann sich dann doch auch trennen, falls man den findet. Wir haben auch schon einen Flugzeug fertig gebaut, also für einen, der genau mit dem Flugzeug da Ding eingebaut hat. Echt? Der hat selber so eine Maschine nachgebaut und dann haben wir da für ihn dann so einen Motor zusammengebaut. Der war dann auch mit dabei. Dann aber mit der ganzen Technik, mit Vergaser und Original, die müssen ja alle wieder versplintert werden, dann müssen überall ganz kleine Splinte und Drähtchen durch. Wenn er jetzt in die Luft gehen muss, dann muss er irgendwie eine Dreiviertelstunde auf Volllast irgendwie auf dem Boden muss der laufen, damit er eine Abnahme kriegt. Und dann ist er dann mit in die Luft gegangen. Ja. Hier gibt es noch ein paar Köpfe. Ah, das sind die mit dem originalen Wassermantel. Ja, genau. Und das macht für euch gar keinen Sinn? Nee, für die 10 Sekunden lohnt das einfach nicht. Da wir ja mit Methanol auch so schon gut kühlen. Es ist auch wieder Gewicht. Und froh sind, dass wir den Motor haben. Ja. Und Gewicht. Und da haben wir noch was Besonderes. Aber das kann Dovi besser erzählen. Ja. Das war unser erster Traum, bevor wir den Mieter das Monster gebaut haben. W24. Vier Zylinder bringt da drauf. Und dann haben wir uns danach davon verabschiedet von dem Projekt. Ja, das heißt, das ist ein W16? Nein,
Nee, du hast 24, ja, 6 Zylinder, okay, ich dachte 4, okay. Nee, nur das 2 vier Zylinder Motoren in einem Gehäuse. Bei diese Bänke hast du dann 1, 2, 3, 4 Stück drauf und 2 Kurbeln in einem Block. Und hinten hinter ist ein Sammelgetriebe mit einem Abgang gewesen. Nee, da gibt es 400 Stück. Ach, 400 Stück. Ich meine 400. Hier kann man nochmal sehen, das mit dem Ploy, ja. Ja, genau, das ist alles noch. Das ist eine komplett originale Ware, die da drin ist. Wo war der? Bei 1100 Kilo, glaube ich, der ganze Motor. Ne? Mhm. Und dann haben wir nachher gesagt, bevor, wenn da irgendwie ein Lagerschaden hast, dann bist du zu viel am Schrauben. Ja, klar. Und dann haben wir gesagt, komm, wir bleiben bei unserem V12. Lieber zwei nebeneinander. Lieber zwei nebeneinander. Aber du könntest natürlich auch hier von zwei nebeneinander machen. Ja, du könntest ja, Vater war schon so weit, neun Block gießen und dann mit Trennwand. Ja, und dann, der eine steht noch neben, also das ist ja noch ein Grundkörper davon. Ja. Also schon Vorsorge für zwei nebeneinander davon. Ja, und hier ist ein bisschen und noch so Edelschrott. So ein paar Kurbeln. Ja, hier ist, die ist durchgesägt worden, aber hier hatten wir noch mal eine. Wenn so eine Schmerzen gehabt hat, die kannst du dann nicht mehr retten. Mhm. Wenn jetzt ein Ploy richtig rund geht, dann machst du auch vom V12 vielleicht ein V6 oder so. Was ist das für ein Material, was da drin ist? Das ist ein Aluminiumschiffchen hier. Das ist Aluminium, was wir eben hatten. Das ist wieder reingepresst und dann gesichert mit dem Bolzen. Ja, Aluminium, hier sind ja diese Schrauben. Und dann kannst du die Hülsen da rausziehen. Es ist schon leicht krank, ne? So ein bisschen. Wenn man so überlegt. Und dann auch noch von so seltenen Sachen. Weißt du, wenn das jetzt irgendwie so Audi-Motoren wären, so einer neben anderen, wo es tausende von Autos in Deutschland gibt, okay, aber so. Ja, wir mussten damals den ganzen Schrott mitnehmen. Er hat gesagt, entweder alles oder nichts. Mhm. Und dann haben wir jetzt, wo waren wir, Fußcontainer. Genau, Fußcontainer komplett. Da haben wir alles mitgenommen. Alles, was der da so an Pulling-Ware hatte. Aber man kann ja auch noch viel an Wellen retten. Also wir sind ja mittlerweile schon dabei, dass wir die aufschweißen und dann wieder schleifen. Wieder schleifen. Aber es ist halt alles viel Arbeit. Wobei Untermaß geht ja nicht, weil keine Lager, ne? Also vom Ploy-Lager her, ne? Ja. In dem Blaulager, da müssen wir noch eine Lösung finden. Das stimmt. Ja, der gute Mann, der hat hier die Zylinderköpfe. Wenn er einen kaputt hatte, hat er einfach den ganzen Kopf gewechselt und dann in der Ecke. Deswegen ist hier jeder zweite ist mit Lochfraß da. Da kann man auch wieder was draus machen. Das heißt, die sind aber bei ihm im Flugzeug kaputt gegangen oder auch beim Pulling? Nein, auch beim Pulling. Also, er hat mit Wasser gepult quasi. Ja. Oder einfach rausgelassen. Nee, früher, die ersten hatten wir auch noch mit Wasserkühlung. Ja, ne? Ja, wo wir doch nicht die Gewichtsprobleme hatten. Früher sind die ja bei die schwere Klasse 5,4 Tonnen mit zwei Flugzeugmotoren angefahren. Da konntest du. Und hier ist das Regal wieder. Genau. Ja, genau. Ja, sehr schön. Kommt ihr noch? Ja, da sind wir einmal da kommen wir raus. Hier sind noch Kupplung. Genau. Die Scheiben, die lasern wir selber, die Zwischenscheiben, die Stahlscheiben und die Hintermetall, die brauchen wir dann. Aus Amerika. Krass. Ja, heftig. So, jetzt der spannende Moment. Können wir so ein Ding irgendwie mal anreißen? Weil fahren, habe ich ja schon gehört, geht nicht. Ja, also anreißen können wir. Anreißen ist kein Problem. Fahren wäre schlecht, aber nur 10 Meter vor zurück geht. Ja, ich glaube, man hat keine Vorstellung davon, wie laut und impulsiv das ist. Hm? Ja, ich sag mal, bei Vollgas ist eine andere Lautstärke. Wir werden jetzt Standgas und ein bisschen Gas geben, aber... Okay, sehr gut. Okay, also es ist nicht so einfach, Zündung umdrehen, Elektrostarter, das Ding startet. Nee, also es sondern ist so richtig mit mechanischen Starter, den man von vorne direkt auf die Kurbelwelle steckt. Genau. Das heißt direkt auf die Kurbelwelle, aber es geht dann auf die Kurbelwelle. Mhm. Und ihr müsst einen Motor und dann den anderen erst. Genau. Bei denen, da kneten wir an. Mhm. Das bedeutet, wir lassen den unteren laufen und dann machen wir die Kupplung mit dem Pedal zu, den obersten, dass er dann mitdreht. Geht hier aber nicht. Genau, hier geht's nicht. Okay. Das wird ja ein Spaß, wenn der schon läuft, das Ding hier dann. Ja, genau. Krass. Ja, ich bin aufgeregt und gespannt. Brutal. Akustik, selbst mit Ohrstöpseln, ist natürlich brutal, ne? Auch wie so, wenn der so
die ersten Zylinder so anfangen anzuspringen, ne? Wenn das Ding dann so langsam. Und was halt auch immer geil ist, wenn man halt einfach mal 24 Zylinder hat, dann muss man halt wirklich jeden Zylinder einmal abgeben, um zu gucken, ob er läuft. Ne? Ja, genau. Weil du würdest es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wenn einer nicht läuft. Ne? Genau. Ja, also, genau. Also du merkst auch am Abgasstrom, ne, wie der läuft. Ja, ab und genau. zu, wenn die Drosselklappen so weit zu sind, dann säuseln die nur so, dann spürst du, dass überhaupt keine richtige Verbrennung stattfindet. Ne? Dann läuft er nicht satt. Und was habt ihr jetzt vorne eingestellt? Habt ihr die quasi so nach Gehör synchronisiert, links, rechts? Oder? Genau, die liefen im Stand etwas zu hoch, dann konnte man nicht schalten, ja. weil die Kupplung dann schon mitliefen, so ganz leicht. Da hat er jetzt von der Drosselklappe noch ein bisschen zugestellt, dass man irgendwie an die 1000 Drehungen kam. Was man halt dazu sagen muss, wenn das Ding selbst jetzt schon so fies klingt, will ich gar nicht wissen, wie das halt unter Last ist, ne? Wenn die erstmal richtig anfangen, da richtig Druck reinzumachen. Ne? Ja. Und was ich auch witzig fand, das Ding sieht drin komplett anders aus als draußen. Ne? Wenn du draußen so ein bisschen wegfährst, besteht das Ding ja wirklich nur noch aus dem Motor vorne und den Hinterrädern. Ne? So, und da drin wirkte das gar nicht so. Krass. Ja, ich würde sagen, wir haben genug Videomaterial zusammen. Vielen Dank für diesen Tag. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Weiter testen können wir leider nicht hier, verständlicherweise. Wobei wir könnten doch hier so ein 40-Tonner hinten dranhängen oder so. Ne? Aber wir hoffen mal, dass nächstes Jahr wieder ein Event ist. Und dann kommen wir sehr gerne auf ein Event nochmal vorbei und gucken mal so ein bisschen, was da so auf dem Event passiert. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja. Auf jeden Fall Ende April ist immer letzte Wochenende bei uns hier hinterm Haus. Ja. Also ist immer fest, also immer am letzten Sonntag im April. Ah, ihr macht hier auch ein eigenes Rennen quasi? Das ist Deutschlands größte Veranstaltung. Ah, das ist natürlich geil. Ja, immer in April. Hat man ja genug Werkstatt, Ersatzteile und alles vor. Ja, dann würde ich sagen, bis allerspätestens Ende April. Danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht und René und ich werden noch ein bisschen weiter grinsen jetzt. Ja. Ciao.